alles ist gut, solange du wild bist, im wilden Wald bist, oder so. Yo, in Drakensang Online geht's in den wilden Wald nämlich, nach den Katakomben, der Königskrypta und ein paar weiteren Dungeons, mache ich mich nun hier auf den Weg in diese Zone mit meinem Zirkelmagier, weil dort gibt's einige Quests. Schau mal kurz unter Q. Jawohl, wilder Wald. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Quests. Ja. Das ist sehr fein. Zudem hat sich ein bisschen was geändert an den Skills. Es sind neue dazugekommen. Das ist sehr schön. Und es sollen auch weiterhin noch neue dazukommen. Weiters plant Big Point momentan daran, einen Talentbaum einzufügen. Auf den bin ich ja schon mal vollkommen gespannt. Kann ich mir momentan gar nicht vorstellen, wie der dann aussehen wird. Ja, neue Skills. Meinen Blitzschuss gibt es nicht mehr so, wie es ihn mal gab als Zirkelmagier. Dafür gibt es jetzt dieses magische Geschoss. Braucht sehr wenig Mana. Macht dafür auch nur vergleichsweise eher wenig Schaden. Und das auch nur... Oh, da ist direkt ein Quest-Item. Und das auch nur auf einen Gegner. Dafür ist hinzugekommen einerseits hier der Frostwind ab Stufe 30 und der Kettenblitz ab Stufe 15, denke ich jetzt mal. Und der Kettenblitz ist so ähnlich wie der vorige Blitz, wie die vorige Blitzattacke. Allerdings, naja, doch ein wenig anders. Am Anfang macht der Spell nur wenig Damage und da steige ich ein Level auf. Und je öfter man ihn hintereinander einsetzt, lädt sich sozusagen ein kleiner Blitzschlag auf. Die Gegner werden elektrisiert. Kann man jetzt hier nochmal sehen. 4 Damage, 8 Damage, 13 Damage, 17 Damage, 21. Und die Blitzschläge können auch übertragen werden an benachbarte Gegner. Das heißt, auf jeden Fall ein cooler neuer Spell, der aber, naja, ich sage jetzt mal, als Einzelspieler vielleicht gar nicht so interessant ist. Eben nur, wenn man vielleicht auch viele Gegner zusammenpult. Ja, vor lauter Reden habe ich jetzt gar nicht bemerkt, dass ich einen neuen Spell dazu bekommen habe. Jetzt muss ich ehrlich sagen, wird es schon langsam eng mit den Plätzen hier. Ja, es gibt schon so viele Spells, jetzt weiß man gar nicht mehr, wo man die alle belegen soll. Wow, 100 Mana verbraucht der. Den nehme ich mir mal statt dem Eis, statt der Verlangsamung, zum Ausprobieren. Der Meteor, große Reichweite, geht auf alle umliegenden Gegner, ähnlich wie der Blitz, Area of Effect, und verbrennt die Gegner zusätzlich noch. Das heißt, die erleiden dann auch noch einen Damage over time. Können wir mal kurz demonstrieren. Wusch. Ja, das ist schon recht ordentlich. Der Spell gefällt mir, auf den habe ich schon lange gewartet. Der ist auf jeden Fall sehr nützlich, praktisch, hilfreich, alles zusammen. 77, ein kritischer Treffer und dann natürlich auch noch der Damage over Time, darf man auch nie vergessen. Das sind zusammen addiert auch nochmal. Ist auch nochmal ein ordentliches Sümmchen. Ja, und mein Mana-Trank war normal hier immer auf der Nummer 6. Aber jetzt, weil schon langsam der Platz immer enger wird, Gildeneinladung, Gruppeneinladung, nein. Weil der Platz immer enger wird, habe ich die Mana-Tränke jetzt hier hingezogen. Linke Maustaste ist dieses magische Geschoss, rechte Maustaste der Teleport. Und der Mana-Trank, den kann ich mir durch das Betätigen von Tabulator hier rüberholen. Und wenn ich dann die rechte Maustaste drücke, verwende ich den Mana-Trank. Finde ich recht praktisch so eigentlich. Ich habe das jetzt noch nicht lange so gemacht, aber werde mal schauen. Ja, werde einfach mal schauen, wie sich das hier so durchsetzt. Weil, wie gesagt, die Plätze werden immer enger, immer mehr Spells kommen dazu. Schon langsam kann man nicht mehr alle in der Hotbar haben. Da muss man sich auch irgendwie dafür entscheiden dann. Seinen eigenen Stil finden, wie man dann später so spielen möchte. Und mal schauen, einen Spell muss man auf jeden Fall schon mal rauskicken, sage ich jetzt mal. Gegen einen Spell muss man sich schon mal entscheiden, weil alle kann man einfach nicht drin haben. Wenn dann noch weitere Spells hinzukommen, später bekomme ich noch den Frostwind. Also, schauen wir mal.
Vielleicht sogar die Frostnova, dass ich die rausgebe anstatt dem Feuermeteor. Aber am liebsten hätte ich ja wirklich alles drin. Schade geht das nicht bis 7, 8, 9 auch noch, sondern dass man eben nur 6 Attacken drinnen haben kann. Oh, was haben wir denn hier? Ein Champion. Und ich glaube sogar, dass ich den für eine Quest benötige. Oh, okay. Ich sehe gerade, dass der Feuermeteor auf derselben, auf demselben Cooldown-Timer läuft wie der Blitzmeteor. Oder Blitzmeteor, so heißt er ja gar nicht. Aber jedenfalls der Blitzschlag, genau. Das heißt, wenn ich hier den Blitzschlag zum Beispiel einsetze, kann ich den Feuermeteor noch gar nicht einsetzen, sondern erst wieder, wenn der Blitzmeteor bzw. der Timer einfach wieder abgelaufen ist. Okay, das heißt, das erleichtert mir dann eigentlich die Wahl doch ein wenig, wenn die beide auf demselben Cooldown-Timer laufen. Dann werde ich wahrscheinlich den Feuermeteor nehmen, anstatt den Blitzmeteor. Zumindest im PvE. Im PvP ist natürlich der Blitzschlag dann doch noch mehr wert, weil er zusätzlich den Gegner auch stunt. Aber hier so müsste man noch herausfinden, den Mana-Vergleich, werde ich dann gleich nochmal schauen, was wie viel Mana braucht. So, oh, Information des Kultes, das war sogar ein Questgegner. Der Blitzschlag benötigt 88 Mana, der Meteor 100 Mana. Und der Schaden 250 Grundschaden, 250%. Der hier nur 107% Grundschaden, dafür eine größere Reichweite. Und dann eben noch den Damage over Time. Oh, ein blauer Gegenstand. Ja, auf lange Sicht hin wird es dann wahrscheinlich doch der Feuermeteor werden. Das heißt, ich kann mir den Eisball wieder in die Leiste ziehen. Hier war er und der Meteor kommt hier. Was geht ab? Der ist schon wieder da. Also das ging ja schnell. Wenn der immer so schnell kommt, dann kann man den ja ganz schön abfarmen, sage ich jetzt mal. Ja, da schnappe ich mir lieber noch eine Heilsphäre. Aber obwohl das ein Quest-Gegner ist eigentlich, wenn der so schnell kommt und dann auch noch ein blaues Item zum Beispiel parat hat. Warum nicht? So, jetzt probiere ich dann mal die neue Blitzattacke auch noch aus, wie weit ich die aufladen kann. 4, 8, 23, 14, 38. Okay. Und wenn ich dann kurz ausweichen muss, resettet sich das wieder, wenn er kurz vom Blitzschlag sozusagen kurz erholt wurde. Aber der hat schon recht viele Lebenspunkte. Der gute Wachtposten. Mal schauen, ob er mir jetzt wieder ein Item beschert. Ein blaues. Ansonsten lohnt sich der wahrscheinlich nicht, wenn man den hier abfarmt. Müsste man schauen. So, gleich ist er's. Ja. Kampfessenzen, naja, gut. Lass ich gerade noch so durchgehen. Aber zum Abfarmen dann wohl eher doch nichts. So, mein Inventar ist voll. Oho. Das ist eher uncool. Da muss irgendwas weg auf jeden Fall, denn ich bekomme ja jetzt noch einige neue Quest-Items. Die dann auch noch Platz im Inventar brauchen. Das heißt, da muss ich dann schauen. Oder vielleicht gehe ich einfach mal zurück in die Stadt nach Kings Hill, weil ich habe jetzt sowieso schon einige Quests abgeschlossen. Da könnte ich mal auch dann direkt wieder verkaufen gehen. Und ich denke mal, das werde ich jetzt auch tun.